das Ja in uns und sag einfach Nein. In Their Eyes Were Watching God beschreibt die Autorin Zora Neale Hurston das Erwachen eines jungen Mädchens. Es war ein Nachmittag im Frühling in West Florida. Janie verbrachte den größten Teil des Tages unter dem blühenden Birnenbaum im Garten. Seit 3 Tagen hatte sie jede Minute, die sie sich von ihren Pflichten davonstehlen konnte, unter diesem Baum gesessen. Er hatte sie gerufen, zu kommen und ein Wunder zu schauen. Aus kahlen, braunen Ästen waren leuchtende Blattknospen gewachsen und die Blattknospen hatten sich zu schneeweißen, jungfräulichen Blüten entwickelt. Es wühlte sie auf. Wie? Warum? Es war wie ein Flötenlied, das in einer anderen Existenz verloren gegangen war und wieder erinnert wurde. Was? Wie? Warum? Das Lied, das sie hörte, hörte sie nicht mit ihren Ohren. Die Rose der Welt verströmte ihren Duft. Er folgte ihr den ganzen Tag hindurch und streichelte sie zärtlich im Schlaf. Er verwob sich mit anderen, nur vage empfundenen Dingen, die sich ihr bemerkbar gemacht und sich in ihr Fleisch eingegraben hatten. Jetzt stiegen sie empor und drangen in ihr Bewusstsein. Janies Erwachen umfasst alles. Ach, wäre ich ein Birnbaum, irgendein Baum, mit küssenden Bienen, die vom Anfang der Welt erzählen. Sie war 16. Sie hatte glänzende Blätter und pralle Knospen. Und sie wollte sich das Getümmel des Lebens in das Getümmel des Lebens stürzen. Aber es schien sich ihr zu entziehen. So waren die singenden Bienen für sie. Wo waren die singenden Bienen für sie? Aus Janies Erblühen zur Frau spricht eine Sehnsucht nach Leben und Lieben, die alle ihre Sinne gefangen nimmt. Sie will wissen, sich in das Getümmel stürzen, teilnehmen an etwas, das sie mit dem tiefsten Lebenssinn in Verbindung bringt. Janie spürt zum ersten Mal die Macht des Begehrens. Können wir uns nicht alle daran erinnern, dass uns die körperlichen Veränderungen während der Pubertät ein ähnliches Gefühl vermittelt haben? Es wäre falsch zu sagen, dass dieses Begehren nur sexueller Art sei. Es fasst sie ganz, ihre Vorstellung von sich selbst, ihre Verbindung zur Welt, Janies körperliches Begehren, ihre Fragen an sich selbst und ihr Platz in der Welt. Das alles bildet eine Einheit. Janie ist ganz vollständig. Ich werfe meiner Mutter vor, sie hätte mir meine Brüste niemals gegeben. Die hat doppelt so viel, wie eine normale Frau braucht. Ihr Beispiel macht deutlich, dass sich körperliches Begehren nicht leicht von anderen intellektuellen Wünschen an die Zukunft trennen lässt. Warum nimmt die mich auch nicht? Die Uni gemacht. Die Omi hat mir wenigstens mal den Rücken gestreichelt, ey. Und das auch nur 3 Sekunden, als sie merkte, dass es mir gefallen hat. Nee. Ja, streicheln ist total wichtig, hat sie immer gesagt. Jenny, ich hätte dich zu Tode gestreichelt. Du warst ja das Wunschkind, du warst ja das Allerliebste und oh. Da waren sie stolz auf dich. Oh. 2 Vornamen, Silvia. Oh. Und dann noch eine Sigrun. Toll. Katrin Böhme. Ist ja toll. Böhme. Mann. Böhme. Das ist 3 Frau Böhms. Finde ich nicht gut. Ich bin keine Frau. Jungfrau. Paare. Mehr als so mancher Kerl. Ja. Irgendwas war in meiner Familie unterentwickelt. Und das habe ich mir dann angenommen.
Vermutlich. Wie soll ich sonst erklären? Da haben sie doch irgendwelche Experimente mit mir gemacht. Irgendwelche Impfexperimente, so wie die Schulze das erzählt hat. Dass er hier war. Vielleicht habe ich das alles mir selbst zu schreiben. Weil ich mir nie eine Frau werden wollte, ehrlich. Nee. Sag mal so. Ich habe nicht gesagt, ich will keine Frau werden, ich habe gesagt, ich will lieber einen Junge. Weil die haben es doch viel leichter im Leben. Ich habe ja schon bei mir zu Hause gesehen. Der musste keine Kartoffeln schälen. Der musste nicht abtrocknen. Musste der nicht? Der konnte in der Aue mit seinem Moped rumfahren. Aber glücklich ist er jetzt auch nicht. Lieber unglücklich verliebt sein, als in einer Menge beschissener Beziehungen drin zu stecken. Oder? Was ist die Wahl? Ja. Weiter geht's. Das Problem, vor dem junge Mädchen stehen und das sie nur gemeinsam mit ihren Müttern lösen können, besteht darin, dass Begehren fälschlicherweise mit Sex gleichgesetzt wird. Im Laufe der Zeit lernen junge Mädchen, dass Lebhaftigkeit und Temperament als Provokation gelten. Ja, das durfte ich auch lernen. Das dürfen wir Ossis danach lernen. So, wir haben ein bisschen eine andere Sozialisierung hinter uns. Innerhalb eines solchen gefährlichen Kontexts werden Mädchen angehalten, einfach Nein zu sagen. Zu denjenigen, die sie begehren, aber häufig auch zu sich selbst. Manche Mädchen spielen mit der Provokation und gehen damit ein großes Risiko ein oder benutzen sie wie ein Schild. Andere wiederum halten sich unter Kontrolle, um das Risiko zu mindern, können das aber nur tun, indem sie ihre Vorstellung von sich selbst, von dem körperlichen Ursprung ihres Begehrens abtrennen. Die eine wie die andere Strategie spaltet das Mädchen von ihrem inneren Ja, dem Gefühl, was es will und was richtig ist, ab. Es beugt sich dann leicht den gesellschaftlich geltenden Vorschriften und verliert die Fähigkeit, sein Leben und seine Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Wie schon in Kapitel 2 besprochen, ist das Begehren in jungen Mädchen eine Erfahrung des ganzen Körpers, Klammer, und wird häufig mit voller Stimme geäußert. Meine 3-jährige Tochter wollte zum 100. Male diesen Enten-Cartoon sehen, erzählt Xiao Ming. Ich musste zu einem Termin und sagte deswegen nein. Daraufhin hopste sie auf der Stelle auf und ab und schrie: Disney Club, Disney Club, Disney Club. Ich war wütend, aber auch verblüfft, mit welcher Stimme und welcher Leidenschaft sie sich äußerte. Auch die französische Schriftstellerin Colette erinnert sich an die Leidenschaftlichkeit ihrer Kindheit. Ja, Leidenschaft, da ich kein besseres Wort finde, für die intensive, heftige und geheimnisvolle Beziehung zur Erde und allem, was ihrem Schoß entspringt, die ich empfand. Die Leidenschaft junger Mädchen ist unmissverständlich, deutlich und unmittelbar. Ihr Begehren und ihre Liebe zu sich selbst entspringen dem Wohlgefühl und dem Vertrauen in den eigenen Körper. Eine starke Persönlichkeit hat ihren Ursprung immer im Körper. Die unmittelbare Zärtlichkeit eines kleinen Mädchens entspringt seinem direkten Wunsch nach Liebe, nach der Liebe nahestehender Menschen und nach Eigenliebe und seinem Gefühl, ein Recht auf diese Liebe zu haben. Dieses Begehren, von Erwachsenen oft als ermüdend empfunden, enthält die Kraft der körpergewordenen Eigenliebe des Kindes. Ich will, ich brauche, ich liebe. Es sollte freudig anerkannt und in Ehren gehalten werden. Je stärker die Verbindung zu dem Ja in uns ist, desto größer auch die Fähigkeit zur Autonomie, zur Verantwortung für uns selbst. Von dem Moment an, da ein Mädchen anfängt, fernzusehen, wird sein Begehren manipuliert. Während der Mann meistens das Geld innerhalb der Familie verdient, geben die Frauen es aus. Unsere Gesellschaft ist so konsumorientiert wie keine zuvor. Durch die Barbie-Puppe, ursprünglich als die Puppe, die jedes Kind gerne anzieht, angepriesen, werden Mädchen an ihre Rolle als Verbraucherinnen und dekorative Objekte im Leben herangeführt. Barbie lebt in einem Barbie-Traumhaus. Jedes Mädchen wünscht sich ein solches Traumhaus.
Obwohl Barbie jetzt auch einen Aktenkoffer hat und als Superfrau ausgestattet ist, werden Mädchen durch die Kleidung, den Körper und die Liebhaber der Puppe in die Falle der romantischen Liebe gelockt. Wenn Mädchen älter werden, wollen sie mehr über das Begehren lernen, das sie um sich herum beobachten. Als Vera 8 Jahre alt war, spielte sie häufig im Badezimmer ein geheimnisvolles Spiel mit Barbie und Ken, erzählt Judith. Jedes Mal nach dem Spiel räumte sie alles sorgfältig auf, was eher ungewöhnlich für sie ist. Normalerweise muss ich sie ständig ermahnen. Eines Tages wurde sie unterbrochen und rannte aus dem Haus, ohne aufgeräumt zu haben. Ich ging ins Badezimmer und stellte fest, dass sie mit Papier und Tesaband die Anatomie der Puppen vervollständigt hatte. Mein Mann und ich sprachen lange darüber und kamen schließlich zu der Überzeugung, dass sie mehr wissen wollte. Sie versuchte herauszukriegen, was sich zwischen Mann und Frau abspielt. Mein Mann und ich gingen in die Bibliothek und holten uns alle Bücher für Kinder über Sexualität und Fortpflanzung. Sie hat sie alle gelesen. Ein paar Monate später ließ sie das Thema fallen und hat es jahrelang nicht mehr erwähnt. Auch andere Mütter erinnern sich daran, dass ihre Töchter mit ungefähr 8 Jahren mehr über Sex wissen wollten. Der Wunsch nach Wissen wächst mit dem Entstehen neuer körperlicher Empfindungen. Das soll wohl ein Witz sein, oder meine Eltern tun sowas nicht. Das sind typische Reaktionen, wenn Viertklässlerinnen in die Geheimnisse des Geschlechtsverkehrs eingeweiht werden. Ich dachte mal, ich wäre adoptiert. Sie denken in dieser Situation zuerst an ihre Eltern und an andere Erwachsene. Das haben die nie gemacht, ey. Ich habe das nie gesehen, dass die sich lieb hatten, meine Eltern. Falls meine Mutter doch zuhört, kann ich sie ihr auch nochmal sagen. Ich dachte immer, ich wäre adoptiert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sowas Wundervolles und Liebevolles und Großartiges und Tolles, so wie ich, dass es in so einer lieblosen Umgebung entstanden sein soll. Unter so lieblosen Menschen, von so lieblosen Menschen gemacht, die sich selber nie in den Arm nehmen oder liebevoll zueinander sind. Saufen und fressen, rumschimpfen. Na? Den anderen immer Vorwürfe machen. Na? Ja, da wollte ich nicht. Das war nicht mein Ursprung. Da wollte ich nicht geboren worden sein in so einem Elend. Ehrlich nicht. Deshalb habe ich mir ewig lange immer nur eingeredet, du bist doch nicht von denen. Du bist doch adoptiert. Du kannst doch nur adoptiert sein. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich mir, wahrscheinlich so lange ich Kind war. Ja. Solange ich Kind war. Und dann irgendwann, als ich so nur Fotos, die Ähnlichkeiten zu meinem Vater gesehen habe, überhaupt nur aufgefallen ist, dass ich auch so Gestiken mache, wie der mache. Aber das kann ich mir auch nur eingelernt haben. Ja. Das muss ja nicht echt sein. Also meine echten Eltern seid ihr nicht. Das steht schon mal fest. Ihr seid vielleicht körperlich meine Eltern, aber meine Eltern im Herzen und im Geist seid ihr nicht. Wenn Begehren fälschlicherweise mit Sex gleichgesetzt wird, hören Mädchen auf den Ratschlag, sag einfach nein. Häufig interpretieren Mütter das Begehren ihrer Töchter als sexuellen Wunsch und raten ihr zur Zurückhaltung. Die Feministin und Psychologin Michelle Fein stellte fest, dass in den Schulbüchern zum Sexualkundeunterricht der Aspekt, dass Mädchen Begehren verspüren, ausgelassen wird. Natürlich. Die haben nur einen Eisprung. Da ist überhaupt nichts. Eine Katze ist rollig, wisst ihr, eine Kuh, die rinnert. Der Hund. Eine Katze ist reichen oder der Hund ist läufig oder heiß und ich weiß nicht, was ist denn das Pferd, was ist denn das Schwein, die sind alle in irgendeiner Form, ne? Nur der Mensch nicht. Natürlich nicht. In der Schule, in der heutzutage vermutlich eher Diskussionen über Sexualität stattfinden als zu Hause, werden Mädchen auf die Gefahren des Geschlechtsverkehrs und die. Ach ja, und wie ist es dann für mich als Mädchen, wenn du so eine Mutter hast, die übelst aus dem Leim gegangen ist, weil sie wahrscheinlich nicht wusste, dass sie über die Runden kommt, nachdem sie geheiratet hatte? Weil das ist angeblich der Grund, warum die bei der Schwangerschaft so übelst zulegen, weil sie sich nicht sicher sind, dass ihr Kind auch ein ordentliches Zuhause bekommt, wo es versorgt ist. Da müssen die übelst bunkern, damit sie übelst lange Milch geben können. Bis es dann irgendwann so sicher ist, dass sie sich dann da wohlfühlen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, wie ist denn das dann, wenn du zum Vater in der Garage gehst, weißt du, suchst einen Schraubenzieher oder so, du sagst einfach mal Hallo und du siehst dann diese Nackchenweiber da, diese Pin-Up-Girls da an der Wand hängen. Wissen Sie, sind alle schlank, so wie meine Mutter auch mal ausgesehen hat. Wäre die mal in die Garage gegangen, wäre meine Mutter mal in die Garage gegangen, ja?
und hätte sich ihren allerliebsten mal zu Herzen genommen und gesagt, na ey, hallo, wie soll ich denn das alleine schaffen? Da musst du hier gefälligst mitmachen, also fangen wir mal an. Ach. Geschlechtsverkehr ist und die Vorkehrungen zu ihrem Schutz hingewiesen. Zwar sind es lebendige, lebenswichtige Informationen, doch darüber hinaus setzen die Sexualität mit Gewalt gleich, bringen Sexualität in Verbindung mit einer Täter-Opfer-Konstellation und moralischen Werten. Sexuelles Begehren wird in den Schulbüchern als etwas dargestellt, das das Mädchen empfängt, aber nicht selber empfindet. So wird sexuelles Begehren als Domäne der Jungen gesehen, während es für Mädchen mit Gewalt und unmoralischem Verhalten verknüpft sind, sie zu Opfern macht. Michelle Fein hörte von der Lust und dem sexuellen Begehren der Mädchen nur als Unterbrechung. Im Aufklärungsunterricht. Das unlösbare Problem besteht darin, dass Mädchen, die ihrem Begehren nachgehen, sich in Gefahr begeben. Aber diejenigen, die sich davon abspalten, laufen ebenfalls Gefahr, dass sie nämlich ihre Ganzheit als Mensch und die Kraft ihres Begehrens verlieren. Leider sind die Gefahren im Zusammenhang mit der Sexualität. Ich gründe eine Partei nur für Frauen. Und der andere kann ja eine Partei nur für Männer gründen. Also nur weiblich und nur männlich. Das ist doch in Ordnung. Ich darf nur von Frauen gewählt werden. Und die männliche Partei darf nur von Männern gewählt werden. Leider sind die Gefahren im Zusammenhang mit der Sexualität im Leben eines Mädchens nur allzu gegenwärtig. Im Jahre 1990 berichtete der Children's Defense Fund, dass alle 31 Sekunden eine Jugendliche schwanger wird. Die Fälle von Geschlechtsnah, weil ihr Kerle das einfach mal nicht könnt. Ihr bringt's nicht. Ihr seid alle sexuell impotent. Wilhelm Reich hat es euch beschrieben. Die Fälle von Geschlechtskrankheiten sind bei Jugendlichen höher als in jeder anderen Altersgruppe. Jede, Schrägstrich, vierte Jugendliche identifiziert sich beim Geschlechtsverkehr, bevor sie oder er die Highschool abschließt. Die Gruppe der Teenager ist besonders anfällig für AIDS, das ist nur eine Lüge. In den Schulen greift sexuelle Belästigung stark um sich und auch, also das Buch ist einfach nicht mehr aktuell, es ist von 93, ja, das sind 25, 94. Das Original ist 93. Also, interpretiert, es ist in unseren Augen eine wenig offensichtliche Verletzung ihrer ganzen Personen. Was? Mädchen derartige Belästigung melden, werden ihre Klagen von den Behörden oft über AIDS. In den Schulen greift sexuelle Belästigung stark um sich und auch wenn Mädchen da derartige Belästigungen melden, werden ihre Klagen von den Behörden oft übergangen. Gewalt gegen Mädchen, angefangen von Belästigungen in der Schule und auf der Straße bis hin zu Vergewaltigungen und Inzest, existiert in einem kaum vorstellbaren Ausmaß. Auch dass das Verhalten von Mädchen einseitig als sexuelle Äußerung interpretiert wird, ist in unseren Augen eine wenig offensichtliche Verletzung ihrer ganzen Person. Angesichts dieser Gefahren und Risiken verlieren Mädchen das Gefühl für das Ja in ihrem Inneren. Die Psychologin Deborah Tholmann sprach mit 30 Mädchen, farbigen und weißen Mädchen aus städtischen Bezirken und reinen Vororten, von denen einige sich als lesbisch bzw. bisexuell zu erkennen gaben, über ihre Erfahrungen mit sexuellem Begehren. Nur knapp mehr als die Hälfte der Mädchen bekannte sich zu dem Gefühl von sexuellem Begehren, während die anderen sich nicht sicher waren oder sagten, sie verspürten Begehren, könnten es aber nicht beschreiben. Manche Mädchen lassen sich in ihrer Sexualität nicht beirren. Sie sind die schlechten Mädchen. Du kennst dieses Mädchen, schreibt Delmar Rhein. Es trägt wahrscheinlich Make-up und zeigt sich offen an sexuellen Dingen interessiert. Es macht sich über Affektiertheit lustig und redet laut darüber. Es hat den Mut, so auszusehen, sich so zu kleiden und so zu reden und zu handeln, wie es will. In der weißen Mittelschicht wird hiermit praktisch das afroamerikanische Mädchen definiert. Doch diese Mädchen sind in Gefahr, nicht nur, weil sie sich Gewalt und Krankheit aussetzen, sondern auch, weil man sie möglicherweise immer über ihren Körper und ihre Sexualität definieren wird. Gute Schulen und bessere Arbeitsplätze bleiben schlechten Mädchen verschlossen. Häufig leugnen die Mädchen die Gefahr, in der sie sich befinden. Die Intensität ihres Begehrens scheint in der Verteidigung ihrer sexuellen Gefühle einzufließen. Scheint in die Verteidigung. Mädchen, die sich unter der Aufsicht von Frauen und anderen Mädchen dem patriarchalischen Bild vom guten Mädchen fügen,
verlieren ihre Ganzheit, weil sie ihr eigentliches Begehren von den verinnerlichten patriarchalischen Ideen abspalten und damit ihre Kraft lahmlegen. Sie haben keinen Kontakt mehr zu ihrem Begehren, der ausdrucksstarken Quelle ihres Sehnens. Stattdessen lassen sie sich auf das ein, was auf dem Markt gewünscht wird, und schaffen sich mit den Ideen von außen ein neues Bild von sich, damit auch sie begehrenswert sind und vor der Unsicherheit und Gewalt um sie herum geschützt. Sie geben ihre autonome Lebensführung auf, sie warten auf die Veränderungen in ihrem Körper, um abschätzen zu können, wie sie bei den Männern ankommen. Dann warten sie auf jemanden, der ihr Begehren weckt, der sie bekehren will. Deborah Thulmann hat in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, dass heranwachsende Mädchen selten davon erzählen, dass sie sexuelle Aktivitäten eingeleitet haben. Das heißt immer, er hat mich geküsst und nicht, ich habe ihn geküsst. Diese Haltung geht mit einem erheblichen Verlust an Selbstvertrauen und dem Gefühl einher, dass man den Anforderungen dieser Welt nicht gewachsen sei. Die Mädchen geben ihre Begeisterung auf. Ihre stereotype Antwort, ich weiß nicht, zeigt, dass sie tatsächlich nicht wissen, wie wir bereits in Kapitel 2 besprochen haben. Selbst Sigmund Freud stellte einen Zusammenhang her zwischen den Tabus, die den Ausdruck weiblicher Sexualität verhindern, und den Grenzen des weiblichen Denkens. Warum haben die den Reich nicht gekannt? Angesichts der allgegenwärtigen Gefahren wird ein Mädchen vielleicht aus Vernunftgründen ihre sexuellen Gefühle unterdrücken oder hintanstellen. Doch die Schwierigkeit liegt darin, dass wahres Begehren, das Ja in uns, ein tiefes und frohes Gefühl ist, das weit über Sexualität hinausgeht. Die Psyche kann nicht das eine Begehren abtrennen, ohne dass ein anderes in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn sexuelles Begehren zurückgestutzt wird, betrifft das jedes andere Begehren mit, einschließlich der Fähigkeit, sich selbst zu lieben und zu wissen, was wir eigentlich wollen. Der Zugang zu unserem Begehren, unserer Fähigkeit, aus der Fülle zu leben und zu fühlen, so Audre Lorde, ist der Prüfstein für jeden Aspekt unseres Lebens, sowohl in unseren Beziehungen als auch in unserer Arbeit. Wenn Mädchen ihre Sexualität abtrennen und sie verteidigen müssen, verlieren sie das Gefühl dafür, was richtig und wahr ist. Die Folge davon ist, dass Bedürfnisse nach einer neuen Frisur oder nach neuen Kleidern aufkommen, entsprechend den Angeboten des Marktes. Das Begehren von Mädchen nach Leben und Lebendigkeit wird zu einer Konsumjagd nach erstrebenswerten Objekten. Der Verlust des körperlichen Begehrens hat zur Folge, dass Mädchen sich von gesellschaftlichen Vorstellungen, wie das Leben von Frauen aussehen soll, einfangen lassen, denn sie wissen nicht mehr, was sie eigentlich wollen. Erst kürzlich erklärte der Dekan einer bekannten Elite-Universität im Osten der USA einer ehemaligen Studentin, warum es in seiner Universität derzeit keine Schülerinnen gäbe, die ein rotes Stipendium erhielten. Das renommierteste Stipendium für weiterführende Studien. Die Schule konnte sich vieler junger Frauen mit hervorragenden Leistungen, sportlichen Fähigkeiten und sozialem Engagement rühmen. Doch wenn sie gefragt wurden, warum sie ein rotes Stipendium haben wollten, waren die jungen Frauen verdutzt und wussten nichts zu sagen. Etwas zu wollen kam in ihrem Leben nicht vor. Sie waren mustergültige, gute Mädchen, die alles richtig gemacht hatten. Sie erbrachten gute Leistungen, sie konnten durch brennende Reifen springen. Trotz ihres Erfolges hatten sie aber die Verbindung zu dem Ja in sich verloren. Eine Untersuchung in 3 verschiedenen Universitäten im Rahmen des Harvard-Projekts hat gezeigt, dass die Mädchen jedes Mal in Stocken gerieten, wenn sie über ihre Wünsche sprechen sollten, statt ihre Wünsche offen zu formulieren. Ich will, wichen sie aus und wählten eine indirekte Formulierung. Man möchte vielleicht. Beim Abschluss der Highschool haben Mädchen häufig klarere Vorstellungen von ihrer Zukunft. Doch handelt es sich dabei um gewissermaßen geschlechtslose Versionen ihrer selbst, was ihnen den Einstieg in die Mittelschicht erleichtert. Die Formbarkeit junger Mädchen wird zum Ziel von Werbefachleuten, die in ihnen einen wachsenden Markt sehen. Begehren wird zum Konsumrausch umgewandelt, nach Kleidern, Schuhen, Kosmetikartikeln, CDs, Schmuck, elektronischen Geräten usw. Mädchen lassen sich ihre Wünsche von außen suggerieren, statt sie aus der Quelle des Begehrens in ihrem Innern zu empfangen, indem sie die gesellschaftlichen Vorstellungen von dem, was wünschbar ist und zum Erfolg führt, verinnerlichen, die eigentlich das Produkt männlicher Erfahrungen sind, verschaffen sie sich eine gewisse Sicherheit.